Wie ist das Spiel aus deiner Sicht gelaufen? Ja, es hat natürlich ärgerlich angefangen für uns mit dem Gegengoal schon in der ersten Minute. Aber ich glaube, je länger der Match nachher gegangen ist, haben wir immer mehr Kontrolle über das Spiel bekommen und haben nachher ein Goal natürlich im richtigen Moment können schiessen, was geholfen hat. Was hat am Schluss den Unterschied gemacht, dass ihr gewonnen habt? Ich glaube, es ist uns wirklich gelungen, sie relativ früh können unter Druck zu setzen. Sie haben viel Ballverlust gehabt durch das. Und als ich vorhin gesagt habe, wir haben im richtigen Moment Goal geschossen, gerade der Shorthander kurz vor dem ersten Drittel. Vor Ende vom ersten Drittel war wahrscheinlich Matchentscheidung unter dem Strich. Du bist seit dieser Saison bei Dietlike. Wie gefällt dir die Arbeit mit dem Team und im Umfeld? Es ist sehr, sehr schön zum Arbeiten mit diesen Frauen, weil eigentlich alle sehr ambitioniert sind, alle wollen hoch raus. Und das merkt man auch in jedem Training. Schön. Was ist der Hauptunterschied gegenüber vom Coaching, vom Männerteam? Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so gross. Mann-Frau, es ist mehr der Unterschied für mich, ein Spitzenteam oder ein Team, das in der Hinnennummer spielt. Das ist das, was ich im täglichen oder im fast täglichen Trainingsbetrieb merke, was für mich der grössere Unterschied ist. Was haltest du persönlich und als Trainer von der Einführung vom Superfinal? Ja, als Trainer ist es jetzt natürlich gerade im Frauenbereich ein bisschen schade. Sportlich gesehen, muss ich sagen, nur sportlich gesehen, dass man nur eine kleine Halbfinalserie hat, Best of Five. Und dann direkt ein Superfinale kommt, also im Extremfall haben wir nur 4 Playoff-Spiele und für das haben wir irgendwie, was weiß ich, 9 Monate darauf angeschafft, was relativ wenig ist. Aber ich glaube, der Nutzen vom Superfinale überwiegt den ganzen Marketingbereich, den Event, den man hat. Ich hoffe natürlich schon, dass ein Frauenspiel schon 6-7'000 Leute im Schlupfweg sind in der Kolping Arena und uns hoffentlich dann unterstützen, wenn wir dort ankommen. Wer wäre denn dein Traumgegner im Superfinale und warum? Ja, grundsätzlich ist es mir gleich. Hauptsächlich wir sind dort. Von der Affische her wäre im Moment, wenn man auf die Tabelle schaut, sicher Piranha Chur zu nennen. Aber auch Scorpion Emmental, die im Moment auf dem dritten Platz sind, finde ich extrem cool. Die arbeiten ohne Ausländerinnen, alles mit eigenen Leuten. Also die hätten sicher auch irgendwo durch verdient, in so ein Superfinale zu kommen. Vielen Dank für das Gespräch.